YouTube, was geht ab? Heute wird's topftastisch. Wir machen nämlich ein Gericht aus dem Dutch Oven. Und zwar Schicht. Nein, kein Schichtfleisch. Ne? Schichtfleisch macht jeder. Aber wir machen trotzdem was in Schichte. Und zwar Schicht Apfelkuchen. Ihr habt davon noch nie gehört. Ihr wisst, wie das geht. Saugut, bleiben dran. Noch im Intro geht's danach schon gleich los. Unser Schichtapfelkuchen machen wir hier im Topf. Da gibt es noch eine kleine Besonderheit. Normalerweise kennt ihr wahrscheinlich den Kuchen, dass der Boden hat. Dieser Kuchen hat keinen Boden. Das ist eine Besonderheit von diesem Schichtapfelkuchen und ich finde, das macht ihn richtig geil. So, was brauchen wir alles für unseren Kuchen? Lasst uns doch einfach mal gerade zusammen durchgehen. So, ich habe hier bereits alles aufgebaut. Zum einen brauchen wir 10 bis 11 Äpfel. Wir brauchen 6 Eier. Wir brauchen 3 Päckchen Vanillezucker, 2 Teelöffel Backpulver. Optional, wer will, gehackte Haselnusskerne, 25 Gramm Butter, 150 Gramm Zucker, ob braun oder normal, das bleibt euch überlassen. Ich arbeite lieber mit braunem Zucker. 240 Gramm Mehl, 200 Milliliter Milch. Wir brauchen ja noch etwas Zitronensaft, dass die Äpfel nachher nicht braun werden. Zimt, auch optional, aber ich finde, das gibt halt Äpfel immer eine gewisse geile Note. Wie gesagt, der ein Maß, der andere Maß nicht, können wir weglassen. So wie auch die Haselnusskerne. Eine Prise Salz brauchen wir noch für eine Teigrinse machen. Und das war's dann auch schon. An Kochgeräte brauchen wir zum einen Dutch Oven, den habe ich hier schon ausgelegt mit Backpapier. Das tun wir am besten zuerst mal richtig zusammen knuddeln, weil dann geht es auch nicht immer nochmal in die Ausgangsform retour, sondern ihr könnt es hier schön im Topf anpassen. Was wird noch gebraucht? Wir brauchen noch eine Küchenmaschine. Wir brauchen eine Zange für nachher die Äpfel im Teig zu wenden und halt auch die Äpfel dann in der Dutch Oven drin zu machen. Oder halt mit der Hand, wär's mal, mit Handschuh, ohne Handschuh. Wie eine Wolle. Was brauchen wir noch? Ein Grill. In meinem Fall halt der Smoker. Da wird das Ganze drauf gemacht. Wer das Ganze nicht in der Outdoor-Küche machen will, dem sei gesagt, das Ganze funktioniert natürlich auch ganz normal in einem Backblech, in einem Backring. Und natürlich auch in dem Backofen. Insofern, ich wollte es mal draus machen. Noch einmal schönes Wetter, also wird das schöne Wetter auch noch genutzt. So, ich baue hier kurz um, gehe noch die Küchenmaschine hole und fange mit den Äpfeln an. Die wäre geschält und dann in Streifen geschnitten. Dazu nutze ich einen Sparschäler. Und damit will ich euch nicht langweilen, ich zeige euch dann gleich einfach das Endergebnis, wie das mit den Äpfeln gemeint ist. So, weiter geht's. Die Äpfel sind geschält und in Spalte geschnitten. Sehen aus wie Kartoffelchips. Und genau so brauchen wir sie. Sie sollen schön dünn sein. Jetzt gehen wir hin, hole Zitronensaft. Und Gendo ist sehr, sehr guter Spritzer drüber. Tun das Ganze ein bisschen durchrühren. So, dann halt dabei aufpassen, dass man die Äpfel nicht zu sehr in Mitleidenschaft ziehe und sie halt durchbreche. Jetzt Zimt. Ganz nach eurem Geschmack. Ne? Also ich mache einen Gärezimt, meine Frau, mein Kind auch. Deshalb ist bei mir jetzt hier auch eine ordentliche Portion dran gekommen. Jetzt machen wir unsere Haselnusskerne dabei. Und so sieht es dann aus, wenn wir mit den Äpfeln fertig sind. Äpfel kommen jetzt auf Seite und jetzt fangen wir mit unserem Teig an. Für unser Teig starten wir zuerst mit den Eiern. Da kloppen wir jetzt zuerst mal alle 6 Eier in die Schüssel drin.
Dann kommt der Zucker dabei, die Butter hier dann in die Küchenmaschine und sie erstmal schön ordentlich durchschlagen lassen. Eier, Zucker und Butter sind jetzt schön schaumig aufgeschlagen. Jetzt gehen wir hin, geben unsere Milch hier dabei. Eine Prise Salz, gefolgt von unserem Vanillezucker. Da kommen noch unsere 2 Teelöffel Backpulver dabei. Wer jetzt möchte, kann auch hier in den Teig noch etwas Zimt drin machen. Und jetzt die Hälfte von unserem Mehl. Und jetzt schlagen wir das Ganze nochmal. Ganz kurze Zeit später geben wir jetzt auch noch den Rest von unserem Mehl hier drin und tun es nochmal miteinander verrühren. Unser Teig ist jetzt soweit fertig. Der ist relativ dünnflüssig, aus dem einfachen Grund. Da kommen jetzt die ganzen Äpfel drin, da wird das durchgerührt. Und dann holen wir die Äpfel schön mit der Pinzette aus unserem Teiggemisch raus und fange an, unser Dutch Oven dort mit durchzuschichten. Alle Äpfel sind in unserem Teig bereits jetzt drin und jetzt gehen wir hin und fange an, unseren Dutch Oven dort mit zu belehnen. Aufpassen, dass man das Ganze immer schön flach schichte, immer schön rundherum, ne? Dass keine Zwischenräume sind. Und dann sehen wir uns gleich wieder, wenn ich dort mit fertig bin. So, Freunde, der Topf ist gefüllt, der Grill aber noch nicht an. Das machen wir jetzt. Der Grill wird aufgeheizt auf 180 Grad, Umluft. Für die Backofenfraktion, Umluft. Und dann wandert das Ganze. Mit geschlossenem Deckel mache ich das für 40, 45 Minuten drinnen. Das war es dann jetzt soweit. Und dann, wie gesagt, ich starte jetzt das Ding und dann sehen wir uns gleich wieder. Befreit aus dem Dutch Oven sieht das Ganze so aus. Klingt schon geil, oder? Wir haben noch hier schön der Großaufnahme. Das Ding ist mega und riecht Bombe. So, jetzt gehen wir mal hin und schneiden uns mal ein schönes Stück raus. Und so sieht er halt von innen aus, ne? Dadurch, wo er halt keinen herkömmlichen feste Boden und Teig dazwischen hat, ist der natürlich sehr fluffig und lecker. So, ich würde sagen, ich probiere das Ganze jetzt, aber es hat sich jemand angekündigt, der gar nicht drauf warten kann, endlich auch davon zu probieren. Also, komm rin. So, auf geht's. Testen wir das Ganze mal. Ist noch bös heiß. Aber. Also ich finde es nicht so heiß. Dafür ist es saugut. Wenn ihr das nicht noch macht, dann geht euch was. Dann entgeht euch was. Vielen Dank.
Ist halt innenwendig drin, ganz saftig, zart. Und wie ich ja gerade eben schon gezeigt habe, ne, wenn man drauf drücke tut, der ist halt nicht fest innenwendig drin. Der ist halt sehr luftig, locker, leicht. Ne? Mega Kombi. Und wenn ich mich nicht dran halte, für gleich noch was zu probieren, dann ist er bereits weg. So, noch ein letztes Stück. Doch ein bisschen heißer. Das Stück war jetzt heiß. Das andere nicht. Bombe. So. Gleich ist nichts mehr da. Was bleibt mir noch zu sagen? Außer schön, dass wir nochmal ingeschaltet haben. Ich hoffe, das ist ein Rezept, was euch vielleicht auch ein bisschen triggert, das Ganze mal neu zu machen. Wenn ja, schreibt es unten drunter in die Kommentare, wie ihr das gefunden habt. Würde mich mal echt interessieren. Und dann würde ich einfach sagen, wir sehen uns beim nächsten Video und machen's gut. Ciao. Ciao.